Und damit herzlich willkommen zurück zu Dawn of War 2, zusammen mit dem Kevin. Hallo. Chaos Rising natürlich. Kommandant, der Logikantrieb der Gerichterkadaver bestätigt unseren Verdacht. Die Kodierungsriten, die von unserem Verräter und den Galans Aufzeichnungen verwendet wurden, tragen eine ähnliche Markierung wie die Ehrengarde des Ordens. Mit einer Kopie ihrer Codes kann ich den Verräter endgültig identifizieren. Weiter haben wir den Verräter. Aber erstmal Überfall auf Calderis. Kommandant, um unseren Verräter zu identifizieren, brauchen wir die Übertragungscodes der Ehrengarde. Dafür müssen sie ins Herz der Feuerbasis der Blood Ravens eindringen und die Festung von Captain Diomedes zerstören. Dadurch wird ein automatisches Signal ausgelöst, aus dem ich die Codes extrahieren kann. Zwischen uns und diesen Codes stehen die Ehrengarde und unsere eigenen Brüder aus der 3. und 4. Kompanie. Was ist mit ihrer Verteidigung? Im ganzen Gebiet patrouillieren unsere Ordensbrüder. Sie werden ohne Zögern auf uns schießen. Nur Tarnung und nicht tödliche Angriffe können das Blutvergießen verhindern. Diomedes hat einen Ring aus Satellitenbasen eingerichtet. Feldgeneratoren und automatische Tarantel-Wächterkanonen sind für diese Stellungen Standard. Wie lauten die Befehle der Ehrengarde? Captain Diomedes hält sich an die taktischen Doktrinen des Ordens. Der Kodex schreibt eine taktische Finte vor, wenn eine Satellitenstellung zerstört wurde. Streitkräfte im Umfeld fallen zu einer stärkeren Schusslinie zurück und locken entweder die Angreifer ins Bolterfeuer oder rufen die Artillerie. Wenn wir die Feldgeneratoren zerstören, können wir den Kreis durchdringen, ohne Blood Ravens zu töten. Korruption durch Töten von loyalen Blood Ravens. Aber Tarkus, Galano, seine Terminator sind im Chaos anheim gefallen. Infiltration, Teleporter und Sprungmodule können ihnen helfen, eine Schlacht mit den Blood Ravens zu vermeiden. Deus will reden. Thule will auch reden. Erstmal Thule. Apothekarius Galan ist in der Nähe, Kommandant. Wir können keinen Diener des Chaos in der Ehrengarde belassen. Wir müssen ihn stellen und demaskieren. Sonst wird er weiterhin den Orden infizieren. Okay, und Thaddeus? Wir müssen Wege finden, diese Festung zu erreichen, ohne Blood Ravens zu töten. Manche Blood Ravens sind dem Chaos anheimgefallen. Dann werden wir sie bekämpfen und töten. Jene ermorden, die nur ihren Dienst für Orden und Imperator ausführen? Könnten wir uns von solch einer Handlung je erholen? Ich glaube nicht, aber naja, auf geht's, würde ich mal sagen. Ne? Auf geht's in die Mission. Das wird wahrscheinlich ein bisschen sein. Ich bin gespannt. Ja. Keine Loyalen. Wahrscheinlich muss man die an der Farbe erkennen. Denken Sie dran, vorsichtig vorrücken und die Feldgeneratoren ins Visier nehmen. Wir sind hier, um Daten zu bergen, nicht um Blood Ravens zu töten. Also immer schön auf die Feldgeneratoren. Und wir dürfen uns wenigstens wieder zurückziehen. Ja. Okay. Ja, Gott. Aber die Dinger da kann man töten. Nicht den Scout-Trupp angreifen, nur nicht. Dankeschön. Verteidigungsstellungen zurückziehen. Okay. Los, schnell vorrücken, solange der Weg frei ist. Wir gehen unten lang. Ich glaube, oben wäre zu Dingswumms. Ne? Ja. Gott, also ich lasse meine Fähigkeit nochmal weg. Wird nur durch Einzelfeuer geregelt. Ja, ignorieren. Nein, hör auf zu schießen. Du musst auf dein Dings aufpassen, ne? Oh Gott. Was soll ich da machen? Was soll ich denn machen? Nein, Thule, hör auf. Was? Ah, 10 müssen wir töten, damit wir korrumpiert werden. Ah, okay. So, hopp mal ab. Den Zielbereich. Ja. So, wie niemand den Schrein ein.
Genau. Ja, bin schon dran. Gott, das wird... Das wird nervig. Vor allem, wir müssen Terminatoren töten. Ja, die blauen Punkte müssen wir machen. Ich würde das erstmal... Ne, die blauen Punkte sind... Dings. Also die sind Bonus, aber wir sind ja schon rein. Also theoretisch könnten wir einfach durchlaufen. Dann riskieren wir es nicht, Blood Ravens zu töten. Ja, theoretisch müssen wir so... ich sehe den nächsten Generator. So, schön darauf. Aber ich habe bis jetzt noch keine Korrumpierten gesehen, ne? Immer auf die Generatoren gehen. Immer auf die Generatoren gehen. Kevin. Ja. Okay. Ich hab schon geändert gerade. Weil dann hauen die nämlich ab. Ihr solltet da nicht drum stehen bleiben. Dankeschön. So, da unten der nächste. Ui! Boah. Was ist jetzt passiert? Da ist ein Plasmawerfer. Alter. Also Thule ist auf dem Weg, ganz hoch zu laufen einfach. Oh. Da ist gerade einfach ein Sturmtrupp auf Thule gekommen. Alles klar. Schön, ich halte echt viel aus. So. Fuck. Artillerie greift an. Ja, ich zieh mal zurück. Hallo. Ja, auch wenn wir mit jetzt Abitus zurückziehen, ne? Danke. Ja. Und mit Tuda auch. Dann gehen wir jetzt einmal oben lang. Größtenteils haben wir jetzt gemacht. Ja. Vielleicht wäre jetzt wirklich Thaddeus besser gewesen. Naja. Kann sein. Oh. Na dann, auf geht's auf zum letzten. Hey, wir haben nur bis jetzt 0 getötet, also von daher. Ja, das ist sehr gut. Oh. Wird so, das wäre ein geiles Hidden Achievement. Töte keinen Gegner in einer Mission. Oder in dieser Mission. Wäre schon krass. Oh ja. Dort ist er. Hallo Brüder. Hey. Ich bin so froh, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich nehme an, Sie haben die Nachricht unseres Freundes auf der Vergeltung gefunden. Ein närrischer Fehltritt. Aber so ist das nun mal bei den Blood Ravens, würde ich sagen. Soll ich Sie jetzt töten? Nicht, ja, ich wollte da unten. Den da. Bitte das angreifen, danke. Wir töten den nicht, oder? Den müssen wir töten. Verstanden. Ach so. Also das ist hier für Reinheitssache. Das bringt hier keinen Dingsbumsabzug. Und... Sie kämpfen gut. Aber glauben Sie nicht, dass ich der Einzige bin, der den Weg des Chaos gesehen hat? Lassen Sie mich Ihnen weitere Anhänger vorstellen. Artillerie greift an. Räumt den Zielbereich. Hallo. Bereit. So, hör mal auf, irgendwas zu machen. Danke. Eure Terminatoren. Sie sind die einzigen, die das Recht dazu haben sollten. Gut getroffen. Oh ja. Tut mir leid, Galan, aber deine Gala-Stunde ist zu Ende. Das war nicht sehr galant, tut mir leid. Alter! Ey, diese Sounds noch die ganze Zeit. Alter, Sound!
Die Omedes warnen. Die Brüder seines Gefolges dienen ebenfalls dem Chaos. Und die Omedes selbst? Ist der Fall? Nein. Aber sie ist schwach. Wer ballert denn da? Ja, das war noch deine Fähigkeit. Oder so, keine Ahnung. Ich, nee. Irgendwas war das. War schon. Ja. Ich glaube, Amidus hat einfach gedacht, jo, ich mach mal. So, jetzt kommen wir, einfach reinrennen. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube schon. Da ist er. Und Amidus macht schon Stunk. So, und bitte mal das da. Sarkos, neue Stellungen. Ja, schön, dass du da stehen bleibst. Oh ja, ich mach mit. Ja, der gibt einen Fick auf dein Ding noch. Ne? Ich merk schon. Hau mal mit Abitus ab. Taktische Marines bereit. Oh. Ihr seid Verräter des Ordens, ehrloser Abschaum. Öffnen Sie Ihre Augen, Captain. Wir kämpfen, um den Orden zu bewahren. Sie überlassen unsere Welten der Black Legion. Sie umgeben sich mit Ketzern wie Galan. Belehren Sie mich nicht, Sergeant. Ich folge den Befehlen von Ordensmeister Kyras. Und Sie sind die einzigen Ketzer, die ich hier sehe. Haben Kyras und Galan Ihnen von Ihrer Zeit auf der Gericht der Kadaver erzählt, Captain? Haben Sie ihnen vom Tod Ihrer Brüder erzählt? Oder von der dämonischen Stimme Ulkaiers, die Sie plagte? Ulkair? Wo haben Sie diesen Namen gehört? Verschwinden Sie. Von Galan, Captain. Boah, haben wir die doch einfach vorher abgelegt, die Mission. Cool. Die war mal ultra kurz. Cool, ich habe eine Terminator-Rüstung bekommen. Okay. Hört die Ausdauer um ein. Wow. Mal 16 Koop-Missionen. Oder so. Wer also ist der Verräter? Die Dekodierungsriten zur Identifizierung sind noch nicht komplett. Jedoch haben mir die Codes erlaubt, weitere Daten von der Gericht der Kadaver aufzudecken. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die wahre Operationsbasis der Black Legion auf Aurelia versteckt ist. Okay, Martellus hat noch was zu sagen. Die Codes der Ehrengarde haben einen Großteil des Logikantriebs der Gericht der Kadaver freigegeben. Diese Aufzeichnung des Apothekarius Galan scheint relevant zu sein. Skriptor Kyras wird von Stunde zu Stunde verdrießlicher. Er ist ein starkes Element gegen die Dinge, die in diesem alten Schiff lauern. Aber er tut wenig, um unseren Glauben aufrechtzuerhalten. Beim Morgengebet erzählte er von einer großen Schlacht auf einer verlorenen Welt namens Aurelia. Ein schrecklicher Dämon hatte den Planeten besetzt und Warpstürme beschworen. Die Blood Ravens bekämpfen den Dämon in einem Ordenslager. Das hätte uns alle inspirieren sollen, aber Kyras machte daraus eine Geschichte des Leids. Er beschrieb, wie seine Brüder einer nach dem anderen starben, um diesen Dämon zu binden. Aber er nannte ihr Opfer nutzlos. Die teuflische Kreatur war noch immer frei. Und irgendwie wusste ich den Namen der Kreatur, bevor Kyras ihn erwähnte. Ulkaia. Ein Dämon, der in der Tiefe von Aurelia gebunden war. Eliphas scheint seine Befreiung zu wollen. Ich teile Ihre Gedanken, Skriptor. Ich kann das Lager ausfindig machen, wenn wir nach Aurelia zurückkehren. Kannst du das so? Wir töten zweimal einen scheiß Avatar und jetzt sollen wir auch noch so einen scheiß uralten Dämon töten? Alter. Weg damit. Mit dem Bolter. Den brauche ich gerade so. Buch dabei hier. So. Amidus. Müll. Ist ja großer Müll geworden. Hey, what the fuck? Kommt nur Scheiße raus. Nice. Ja, Aurelias nächste Erfahrung.
Naja, kriegt Jona vielleicht auch sein Level Up in der nächsten Folge. Naja, keine neue Sturmkanone und Champion der Exterminierung sind wir schon. Und nächst, ach boah, noch 2376 Punkte und wir sind Engel des Todes. Geil. Nice. Ja, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, wie immer, lasst doch ein Like da. Bis dahin, Cheerio. Tschüss.